Wir als Stadt fragen uns natürlich auch, wie wir mit diesem Thema des Klimaschutzes und damit einhergehend aber auch der Stadtgestalt umgehen sollen und haben jetzt im Rahmen der zweiten Fortschreibung des Klimaplans ein Gutachten anfertigen lassen, auf das ich jetzt ein bisschen eingehen möchte. Wir fangen einmal an. In dieser zweiten Fortschreibung hat sich die Stadt Hamburg verpflichtet, bis 2030 70% des CO2-Ausstoßes im Vergleich zu 1990 zu reduzieren und bis 2045 sogar eine Netto-CO2-Neutralität anzustreben. Und da müssen natürlich alle Bereiche mithelfen. Hier nochmal ein paar Zahlen, die Sie vielleicht auch alle schon kennen, aber das Bauen und Gebäude, also hier rechts ist es nochmal aufgedröselt, macht schon einen ziemlich großen Teil der Treibhausgasemissionen in Deutschland aus. Ich fokussiere mich hier jetzt gerade auf Gebäudebetrieb. Das sind 14% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland. In Hamburg ist das ein bisschen anders organisiert. Und zwar statt diesen Transformationspfaden, die es dann auch noch gibt, gibt es erstmal vor allem Sektoren. Wir als Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen sind dabei vor allem für die privaten Haushalte zuständig. Das heißt, hier geht es vor allem darum, welche Maßnahmen an Bestandsgebäuden durchgeführt werden und welche Neubaustandards es gibt. Die ganzen anderen Sachen lasse ich jetzt aus Zeitgründen einmal weg. Die sind vielleicht auch an anderer Stelle dann nochmal interessant. Kann man sich auch ganz viel im Internet sonst noch zu anschauen. Das heißt, die Bestandsgebäude haben einmal wegen ihrer schieren mengenmäßigen Verteilung, dann aber auch wegen den quantitativen Unterschieden im Einsparungspotenzial für uns eine große Bedeutung. Da hat die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen eine umsetzungsorientierte Machbarkeitsstudie durchgeführt. Das war ein Prüfauftrag aus der ersten Fortschreibung des Klimaplans, wie eben diese Einsparung im Sektor privater Haushalt überhaupt erreicht werden kann. Da wurden ganz schön viele verschiedene Faktoren unter die Lupe genommen, von Bezahlbarkeit, Auswirkungen auf die Miete, der tatsächliche Sanierungszustand, der noch gar nicht bekannt war. Und aus der Kombination dieser ganzen Gutachten wurden letztlich oder werden aktuell Maßnahmen und Schritte abgeleitet. Unser Gutachten hat sich in diesem ganzen Konglomerat damit auseinandergesetzt. Was haben wir eigentlich für einen Bestand aus stadtgestalterischer Sicht, aus baukultureller Sicht und was davon decken sozusagen bestehende Schutzinstrumente ab, aber was ist mit der Alltagsarchitektur, die wir in den anderen Präsentationen ja jetzt auch schon gesehen haben. Das ist tatsächlich entgegen der Einleitung vorhin nicht nur auf Backstein gemünzt. Ganz zum Schluss kann ich aber noch mal was dazu sagen, was wir auch über die Verteilung und die Relevanz von Backstein für Hamburg da sagen können. Hier nochmal eine Übersicht, welche verschiedenen Gutachten es gab. Unsere Frage war also hier ein irgendwie besonders extremes Beispiel. Was passiert mit der Baukultur, wenn diese Klimaschutzziele erreicht werden sollen? Und unsere erste Antwort war darauf erstmal Wissen generieren, weil wir wussten gar nicht, was für einen Gebäudebestand gibt es überhaupt in Hamburg baukulturell. Hier links eine Grafik von der Bundesstiftung Baukultur, die schätzen, dass es in Deutschland neben 3% Denkmalen auch etwa 30% besonders erhaltenswerte Bauten gibt, die aber so überhaupt nicht definiert sind. Diesen Begriff besonders erhaltenswerte Bausubstanz, den haben wir uns dann sozusagen geschnappt, um ihn in Hamburg zu analysieren. Den haben wir uns auch nicht ausgedacht. Dazu gibt es auch noch, den gibt es auch schon in anderen Publikationen und auch als Schlagwort in der Förderung, wo dann eben besondere oder niedrigere Anforderungen auch manchmal an die Gebäude gestellt werden, an Klimaschutzziele. Genau. Und dann hier mal zwei Beispiele. Was ist die besonders erhaltenswerte Bausubstanz? Das hier sind irgendwie bestehende Schutzinstrumente, die Stadt zur Verfügung hat. Natürlich Denkmalschutz der Einzelgebäude
schützt, aber auch Backsteingebiete, von denen wir vorhin gehört habt, die eben über die Qualitätssicherung Backstein und Förderung spezifisch besonders in Augenschein genommen werden, städtebauliche Haltungsverordnungen und Gebiete. Die besonders erhaltenswerte Bausubstanz, so die These, ist all das, geht aber auch darüber hinaus. Das sind auch Alltagsbauten, Bauten, die vielleicht gerade aufgrund ihrer größeren städtebaulichen Zusammenhänge auch einen großen Wert darstellen. Das heißt, das Gutachterbüro, das wir dafür beauftragt haben, hat sich tatsächlich ganz Hamburg angeschaut. Auf der Baublockebene, auf vielen Schrägluftbildern und mit einem Erfassungsleitfaden. Und das waren insgesamt mit allen Wohngebäuden bis 1987 5.800 Baublöcke in ganz Hamburg. Die wurden dann systematisch bewertet, liegt hier besonders erhaltenswerte Bausubstanz vor. Und dann daraus haben wir noch rechnerische, also Hochrechnungen angestellt, um zu sagen, wie kann da eigentlich jetzt heraus ein Schluss auf die Dämmbarkeit gezogen werden. Wir haben es vorhin auch in den Vorträgen schon gehört, es gibt Varianten und Möglichkeiten, um auch Dämmbarkeit vereinbar zu machen mit der Stadtgestalt, aber darüber rede ich später nochmal. Was wir gemacht haben, ich würde tatsächlich in Anbetracht der Zeit da jetzt nicht genau drauf eingehen, aber es gab ein wahnsinnig großes Schema, das sozusagen jeder einzelne Baublock durchlaufen musste, um in eben als besonders erhaltenswerte Bausubstanz festgestellt zu werden. Das war im ersten Schritt erstmal eine städtebauliche Bewertung. Das heißt, die Gutachter haben da pro Baublock geschaut, wie so die städtebauliche Einbettung ist, aber auch, ob die städtebauliche Entwurfsidee erkennbar ist, ob ursprüngliche Grundstücksgrößen, Ausnutzung und so weiter erkennbar sind. Dann haben wir uns im nächsten Schritt noch die Baublöcke bautypologisch angeschaut. Und zwar sieht man hier, dass wir der Homogenität der Baublöcke eine hohe Wertung gegeben haben. Das liegt einmal daran, dass heterogene Baublöcke nochmal schwieriger zu erfassen sind. Das haben wir in einem weiteren Schritt gemacht. Zum anderen aber auch daran, dass wir ja eben nicht, wie gerade im Denkmalschutz oder eben bei gebäudescharfer Erfassung, uns nur dafür interessiert haben, wie steht das Einzelgebäude da, sondern was würde so eine Dämmung an der Fassade eigentlich mit dem Stadtbild als Ganzes machen? Und dann macht es einfach einen Unterschied, ob so ein Baublock meinetwegen durchgängig Backstein ist und dann da ein Einzelgebäude gedämmt würde mit einem weißen Putz oder ob wir hier sowieso einen Mix haben. Dann haben wir auch Ornamentik und so erfasst. Wir haben auch eine Reihe von Merkmalen erfasst, die in dem Sinne kein Qualitätskriterium sind, die aber nachher eine Aussage auf die Dämmbarkeit haben. Genau, das Ganze wurde dann noch überlagert mit dem Erhaltungszustand, also konnten sich bereits Überformungen, also wurden bereits Überformungen gesichtet und dann wurden nochmal in einer Arbeit zusammen mit den Bezirken und auch mit so einer historischen Erfassung nochmal gerade die Ortskerne erfasst und die gewachsene Stadt sozusagen analysiert. Da habe ich hier nochmal eine Karte. Also stadtbildprägende Baublöcke letztendlich mit einem Wohngebäudebestand auch aus unterschiedlichen Baualtersklassen, die eben gerade insbesondere in Ortskernen und zentralen Orten vorliegen. Das Ganze zusammen ergibt jetzt eine hamburgweite Kartierung der besonders erhaltenswerten Bausubstanz. Die haben wir dann auch überlagert mit den bestehenden Schutzinstrumenten, also Denkmäler, städtebauliche Haltungsverordnungen der Haltungsbereiche. So, hier nochmal im Detail, wie das dann aussieht. Dadurch können wir einerseits jetzt Statistiken darüber machen, wie viel und auch in welchen Teilen der Stadt diese BEB vorliegt. Vor allem haben wir aber, und das ist letztlich das eine große Ziel dieser Studie gewesen,
in diese Machbarkeitsstudie, in der ja Szenarien entwickelt werden sollen, wie kann die Stadt damit umgehen, diese Klimaschutzziele zu erreichen, was muss alles angefasst werden, wie können wir das erreichen, da fließen jetzt unsere Zahlen mit ein. Das heißt, wird die Stadtgestalt auch mit berücksichtigt? Wie genau, kommt gleich nochmal. Hier auch nochmal die Verteilung der besonders erhaltenswerten Bausubstanz auf die Baualtersklassen. Hier kann man auch sehen, dass in den älteren Baualtersklassen zwar höhere Anteile vorhanden sind, allerdings auch viele der Nachkriegsbauten, also solche Alltagsarchitektur, auf die schon angesprochen wurde, hier als solche klassifiziert wurden. Das interessiert hier wahrscheinlich noch den einen oder anderen, also welche Fassadenmaterialien da sind. Tatsächlich ist es hier nicht so zu lesen, wie viel Prozent der BEB das ist, sondern sozusagen wie viel Prozent der Baublöcke, die auch Backstein enthalten, zum Beispiel als BEB klassifiziert wurden. Das heißt, ich habe es jetzt schon auch ein bisschen gesagt, als erstes Zwischenfazit, die gesamte Stadt wurde in Baublöcken erfasst und bewertet und die BEB für die Stadt Hamburg abgeleitet. Und wir haben jetzt also die Möglichkeit, mit diesem Gutachten einerseits eine quantitative Aussage zu treffen, aber auch eine räumliche. Hier muss einmal nochmal die Warnung ausgesprochen werden, dass das in dem Sinne keine Aussage für jedes Einzelgebäude trifft, weil eben auf Baublockebene gearbeitet wurde. Was wir dann noch gemacht haben, ist zu sagen, wir brauchen eine Einschätzung, wie gut sozusagen oder wie viele dieser Gebäude am Ende auch gedämmt werden können. Das ist dann in diese Machbarkeitsstudie eingeflossen, in der verschiedene Typengebäude für verschiedene Typengebäude Szenarien entwickelt werden, wie die gemessen an ihrem aktuellen Sanierungszustand, der auch statistisch für ganz Hamburg ermittelt wurde, und typischen Maßnahmen, Kosten dafür und so weiter, auf einen Zielstandard gebracht werden, wo dann als Gesamtstadt letztendlich diese Ziele erreicht werden können. Und dafür haben wir die Baublöcke nochmal so Kategorien zugeordnet, nämlich, und das, Moment, ich mache das einmal so weiter, diese Kategorien, und zwar die Kategorie A, in denen Fassadenänderungen nach unserer Einschätzung relativ bedenkenlos möglich sind. Hier haben wir keine BEB, keine Denkmale und auch keine städtebauliche Erhaltungsverordnung. Die restlichen Kategorien B bis E sind BEB. Hier sind wir aber noch mal ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Zum Beispiel, wenn wir einen ganzen Baublock haben mit glatten Putzfassaden, keine Ornamentik, keine Vor- und Rücksprünge in der Fassade, keine Denkmale und so weiter, gehen wir davon aus, dass diese Stadtgestalt, auch wenn sie eine Relevanz hat, wenn sie besonders erhaltenswert ist, auch mit einer Fassadendämmung erhalten werden kann. Ich gehe jetzt nicht alle Kategorien durch, aber nach diesem Muster haben wir sozusagen die gesamten Baublöcke kategorisiert und sind davon ausgegangen, dass das auf die Gesamtstadt hochgerechnet und auf die Wohngebäude uns eine relativ zuverlässige Zahl darüber liefert, wie eigentlich bei einem sorgsamen Umgang mit der Stadtgestalt trotzdem ein Beitrag zu den Klimaschutzzielen erreicht werden kann. Natürlich, und ich glaube, der Vortrag vor mir hat das klar gemacht, ersetzt das in gar keinem Fall eine Einzelfallbetrachtung der Gebäude. Was wir hier machen wollten, ist wirklich zu sagen, es muss einfach Rücksicht darauf genommen werden, es muss in die Zahlen einfließen, es darf nicht so sein, dass die Stadt hier sagt, wir schaffen das, wir schaffen alles und das nicht mitberechnet wird. Das heißt, hier sollte sozusagen ein grober Überblick entstehen darüber, wo wir Potenziale sehen und wo nicht. Das sind dann die Zahlen, die dabei rumgekommen sind. Hier rechts einmal tatsächlich auf die Gebäude der Gesamtstadt, weil das in dem farbigen Kasten nur auf die betrachteten Gebäude, die nur bis 87 gingen, sich bezieht.
weil wir da einen Schluss gemacht haben in der Annahme, dass viele Gebäude bereits ein Mindestmaß an Dämmung haben. Das habe ich letztlich alles schon gesagt, deswegen überspringe ich das auch und gehe jetzt zu dem letzten Teil. Und zwar haben wir als Anhang zu den zu diesem Gutachten auch noch Steckbriefe angefertigt. Warum haben wir das gemacht? Wir wollten sozusagen aus dieser statistischen Erfahrung, die wir jetzt haben über die Stadt, aus diesen Kenntnissen, ableiten, welche Typen, die werden Sie aus der Praxis wahrscheinlich, diejenigen, die daran arbeiten, auch grob kennen, aber welche Typen kommen wirklich besonders häufig vor? Und entgegen dem, dass wir vorher auch noch Beton und Ähnliches hatten, kann man da sagen, dass in Hamburg wirklich auch Putz und Backstein einen sehr großen Anteil dabei einnehmen. Und wir haben das differenziert nach Baualtersklasse, nach Bebauungsstruktur und Fassadenmaterial und haben daraus dann solche Steckbriefe entwickelt, Entschuldigung, die wo jeweils auf so zwei Doppelseiten für diese Typen dann dargestellt ist, welche Besonderheiten die in städtebaulicher und bautypologischer Hinsicht haben. Das haben wir in Wort und Bild gemacht. Das heißt, da kann man sich dann wirklich anschauen, wie viel gibt es denn davon? Und für uns als Stadt natürlich jetzt überlegen, was genau sind diese besonders erhaltenswerten Typologien, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wo wir dann schauen müssen, was diese bestimmten Gestaltungsmerkmale oder städtebaulichen Merkmale eben auch für eine Strategie in dem weiteren Umgang erfordern. Hier nur mal zwei Beispiele, kann man sich gerne angucken im Gutachten, das ist auch online verfügbar. Und jetzt bin ich so durchgerusht, aber jetzt noch einmal kurz, wie wir dann mit den Ergebnissen umgehen. Also diese Zahlen haben Einzug gefunden in die umsetzungsorientierte Machbarkeitsstudie, in der eine durchschnittliche Sanierungsrate von 1,7 bis 1,8% angestrebt wird. Das ist, Achtung, eine Sanierungsrate, die sich auf Vollsanierungsäquivalente bezieht. Das heißt, die meisten der Sanierungen sind tatsächlich Teilsanierungen und die werden dann addiert zu einem Äquivalent einer Vollsanierung. Dort wird davon ausgegangen, dass eigentlich bis 2045 jedes Haus mindestens eine Teilsanierung noch erfahren wird bis 2045. Und der nette Schlussstrich, der unter die Zahlen geschrieben wurde, ist, dass die Klimaschutzziele bis 2045 ambitioniert, aber machbar sind, also auch unter Einbezug der Stadtgestalt. Genau, das ist einmal diese rechnerische Seite. Und jetzt prüfen wir natürlich auf Basis dieses Gutachtens, wie können wir auch mit Förderung oder gegebenenfalls auch Verordnungen, wobei wir tatsächlich eher in Richtung Förderung gehen wollen, in Richtung das Prinzip der Qualitätssicherung Backstein beispielsweise. Wie können wir eben unterstützen, dass die Gebäude, die besonders erhaltenswert sind, ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten können, ohne ihren Beitrag zur Stadtgestalt zu verlieren? Und es wurde seit diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, meine ich, auch zum Beispiel die Förderung für Innendämmung mit in die EFB-Förderung aufgenommen. Wir überlegen aber auch, ob man noch ortsbezogene Maßnahmen vielleicht starten kann, ob man gewisse Gebiete als identifiziert, in denen großflächiger nach bestimmten Gestaltungsprinzipien ausprobiert werden kann und so weiter. Das ist allerdings jetzt der Punkt, wo wir stehen und wo wir weitermachen müssen. So, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht wahnsinnig viel zu schnell geredet für alle und bedanke mich. Ja, vielen Dank, Frau Säum.